Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich hätte mir überhaupt keine bessere Vorrednerin wünschen können als die Elisabeth Steurer und keine bessere Vorbereitung als die gerade gestellten Fragen, denn ich möchte in den nächsten 40 Minuten ein paar Bemerkungen darüber machen, warum es uns glücklich macht, in die Berge zu gehen oder warum wir alle bergdeppert sind. Warum sind Menschen bergdeppert? Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich in meinem Leben eine Weile gebraucht habe, um zu verstehen, dass das überhaupt eine berechtigte Frage ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich zwar unter der Woche in München groß geworden bin, am Wochenende aber in Innsbruck. Und wenn Sie in einem bestimmten Innsbrucker Milieu sozialisiert werden, ja, dann ist für Sie Berge gleich Glück. Das ist ein und dasselbe. Dass das nicht unbedingt so ist, das habe ich verstanden, als in kurzer Zeit zwei Onkel von mir bei Lawinenunglücken ums Leben gekommen sind. Also, warum gehen wir in die Berge? Warum tun wir das immer wieder? Warum macht uns das glücklich? Als ich ziemlich um die Jahrtausendwenden meinen Freunden erzählt habe, dass ich mich mit der Absicht trage, ein Buch über die Wissenschaft vom Glück zu schreiben, da erntete ich von vielen Erstaunen, von manchen mehr oder minder nett verpackte Skepsis. Denn sehen Sie, ich selbst bin Physiker, unter meinen Freunden sind sehr viele Naturwissenschaftler, auch Mediziner. Und natürlich interessierte die Frage nach dem Glück, das hat die alle interessiert. Also so weit, so gut. Aber eine Wissenschaft vom Glück, gaben die mir zu verstehen, das sei doch ein bisschen gaga, nicht? Also über das Glück, da kannst du philosophieren, da kannst du die Religionen befragen, da kannst du Gedichte schreiben, aber doch bitte nicht forschen. Und so ganz nebenbei bemerkt, in meinem damaligen Verlag machte man eine ähnliche Erfahrung, also die Einverkaufszahlen dieses Buchs, das ich dann doch schrieb, die waren so niederschmetternd gering, dass man es mir gar nicht sagte, weil man will einen Autoren ja nicht deprimieren, vor allem wenn er über das Glück schreibt. Und naja, das ist dann bekanntlich doch ein bisschen anders gekommen und auch die Verlagskontrolle, die waren dann alle sehr glücklich. Heute, ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt später, will von seiner Skepsis natürlich niemand mehr wissen. Und das liegt natürlich nicht nur an den Verkaufszahlen des Buches, sondern das liegt vor allem daran, und das ist etwas, was mich sehr freut, es liegt daran, dass sich unsere Einstellung zum Glück ganz grundlegend geändert hat. Und zwar innerhalb eines Jahrzehnts. Also die Wissenschaft vom Glück, die hat sich etabliert. Es gibt Fachjournale dafür. Es gab sogar einen Nobelpreis, zwei Nobelpreise. Angus Deaton und letztes Jahr und Daniel Kahneman, zwei Männer, die sich um diese Forschung sehr verdient gemacht haben. Regierungen in London und in Paris, in Wien haben die, glaube ich, andere Probleme im Moment, aber in London und in Paris, also die haben sie ihre Absicht bekundet, messbares Wohlbefinden der Bürger als Politikziel zu verankern. In der EU spielt man sich mit solchen Gedanken, selbst bei den Vereinten Nationen. Und und alle Welt fährt nach Bhutan, nicht wahr? Weil in Bhutan, da hat der König schon 1979 das Bruttonationalglück eingeführt als Ziel staatliches Handeln, als Messgröße in der Rolle, die bei uns immer noch leider das Bruttoinlandsprodukt hat. Und
jetzt, wie Sie sehen, interessiert sich auch noch der österreichische Alpenverein für das Glück. Und das ist sehr gut so und das freut mich sehr. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass Sie das tun. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir viel gelernt haben über das Glück und weil die Wissenschaft vom Glück wirklich ganz erstaunliche Befunde zutage gefördert hat, sondern vor allem deswegen, weil wir ein echtes gesellschaftliches Problem haben mit dem Glück. Und das haben nicht nur wir in Europa, sondern dieses Problem, das hat die Welt. Hier sehen Sie Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Das ist eine Projektion auf das Jahr 2030, der individuellen, aber auch gesellschaftlichen Schäden, die verschiedene Krankheiten anrichten werden, gemessen in Disease-Adjusted Life Years. Das ist so ein übliches Maß für den Schaden. Und Sie sehen also, dass hier unipolare Depressionen, die führen die Liste bei Weitem an. Bei Weitem. Wir sind noch nicht ganz da, also bisher sind es, und das liegt vor allem an den Zahlen aus den Entwicklungsländern, bisher richten Infektionskrankheiten die höchsten Schäden an, bei uns noch nicht. Und das ist wirklich besorgniserregend. Das ist aus zwei Gründen besorgniserregend. Das ist erstens besorgniserregend wegen des Zuwachses. Und das ist umso mehr besorgniserregend, als diese Zahlen sich beziehen auf eine junge Population, nämlich auf Menschen von 15 bis 45 Jahren. Also was wir im Moment beginnen sehen, ist so etwas wie eine weltweite Epidemie der Depression. Also das ist überhaupt nicht übertrieben zu sagen, Depressionen, das sind die Pest des 21. Jahrhunderts. Und dazu sollte man auch sagen, dass Depressionen immer früher im Lauf einer Lebensgeschichte einsetzen. Jugendliche haben heute ein dreifach höheres Risiko, an unipolarer Depression zu erkranken, als noch vor zwei Jahrzehnten. Niemand weiß genau, warum das so ist. Es gibt allerdings sehr begründete Vermutungen, über die ist heute Vormittag auch schon besprochen worden. Das hat zum einen etwas damit zu tun, dass sich viele Menschen weniger und weniger bewegen. Und es hat auch wahrscheinlich etwas mit der Urbanisierung zu tun. Weltweit leben heute ungefähr 50% der Menschen in Städten. Die Gruppe von Andreas Meyer-Lindenberg am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit, das ist eine der ganz großen Forschungseinrichtungen in dem Bereich in Deutschland, die haben sehr überzeugend gezeigt, dass das Leben in großen Städten nicht nur sozialen Stress bedeutet. Das überrascht Sie vielleicht weniger. Was mich überrascht und erschreckt hat, ist, dass das Aufwachsen in großen Stressen die Vulnerabilität, also die Anfälligkeit für stressbedingte Krankheiten, und eine solche ist Depression, Jahrzehnte später erhöht. Ja, also es hat Langzeitauswirkungen. Ich glaube, es gibt viele Gründe, dass unsere Gesellschaften dringend Strategien zur Prävention brauchen. Wir brauchen wirklich so etwas wie eine Kultur des Glücks. Und ich glaube, da ist in Österreich der Alpenverein als nun mal die größte Jugendorganisation gefordert, dringend gefordert. Sie werden
sich jetzt vielleicht denken, Glück, so ein bisschen wie meine Freunde, Glück, wovon redet er? Glück, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Ist Glück nicht, ist das nicht hemmungslos subjektiv? Das war ja die Skepsis meiner Freunde. Kann man das überhaupt erforschen? Sehen Sie sich bitte einmal dieses Bild an. Ich mag das Foto sehr. Es ist nicht ganz neu, es ist aus dem Jahr 1967 und es ist ein historisches Bild. Paul Ekman, ein amerikanischer Psychologe, hat es gemacht in Papua-Neuguinea. Das war eine sehr mutige Tat, gleich aus zwei Gründen. Erstens, dieser junge Mann, der gehört dem Volk der Fore an. Die Fore, die lebten damals praktisch vollkommen isoliert von allen anderen Kulturen. Und die Regierung von Papua-Neuguinea hat ihnen 7 Jahre früher, den Fore nämlich, also 1960, die Kopfjagd verboten. Und als Ekman dahin fuhr, konnte er nicht so genau wissen, wie das da mit der Befolgung von Gesetzen und so weiter. Das ist aber das, was Ekman wollte. Ekman wollte sich aufmachen zu einer Kultur, die auf der Erde lebt wie auf einem anderen Stern, also die keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Warum? Und das ist der zweite Grund, warum er sehr mutig war. Damals dachte man nämlich, Gefühle sind, und der Gefühle und der Ausdruck von Gefühlen ist gelernt. Gelernt, wie wir eine Sprache lernen. Durch Imitation nicht, also die Mutter lächelt das Kind an und das Kind lernt zurückzulächeln. Könnten Sie sich, konnte Ekman sich mit einem Fore unterhalten? Mit Sicherheit nicht. Aber schauen Sie sich bitte dieses Foto an. Sie wissen natürlich sofort, wie sich dieser junge Mann fühlte. Na, glücklich, natürlich. Und wenn, und Ekman hat diesen Versuch gemacht, wenn man den Fore nun Fotos zeigte von Amerikanern oder von Europäern, die lächelten oder auch andere Gefühlsausdrücke zeigten, dann verstand der sofort, was los ist. Und Ekman schloss daraus, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass wir Gefühle und den Ausdruck von Gefühlen gelernt haben. Schloss daraus, dass uns das offensichtlich angeboren ist, dass alle Menschen Gefühle auf die gleiche Weise empfinden und auf die gleiche Weise zeigen, dass das eine menschliche Universale ist. Empfinden, sagte ich, und das ist ganz wichtig, es ist ganz wichtig, den Auslöser von Emotionen zu trennen von der Emotion selbst. Nicht? Wenn Sie in die Berge gehen und einen Sonnenaufgang auf einem Gipfel haben, dann sind Sie sehr, und die ganze Welt Ihnen zu Füßen liegt, dann sind Sie sehr wahrscheinlich glücklich. Glücklich ist aber auch jemand, der am Meer aufgewachsen ist und die Weite des Ozeans sieht. Wie wir Gefühle empfinden, das ist eine menschliche Universalie, darin sind wir alle gleich. Was diese Gefühle auslöst, darin unterscheiden wir uns. Das hat etwas mit unserer Kultur, mit unserer Lebensgeschichte, mit unserer persönlichen Veranlagung zu tun. Ist natürlich der Grund, warum meine Innsbrucker Freunde nicht recht hatten und sie werden es nicht glauben, es tatsächlich möglich ist, in Berlin auf 30 Meter Meereshöhe, 800 Kilometer entfernt vom nächsten Berg, glücklich zu sein. Heute, ich weiß das seit 20 Jahren. Es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen
der Weise, wie wir Gefühle empfinden und wie wir Gefühle ausdrucken und den Auslösern dieser Gefühle. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum machen uns, auch mich, wenn ich die Chance habe, es glücklich auf den Berg zu gehen? Heute sind wir weiter. Heute können wir Menschen nicht nur ins Gesicht schauen. Wir können ihnen oder Wissenschaftler können ihnen buchstäblich durch die Schädeldecke schauen, und zwar in Echtzeit. Das macht man mit bildgebenden Verfahren, ähnlich der Computertomographie. Da können Sie also in Echtzeit tun, was sich in Ihren Köpfen tut, wenn Sie bestimmte Dinge wahrnehmen, bestimmte Dinge denken, bestimmte Dinge empfinden. Auch diese Aufnahmen aus dem Labor des portugiesisch-amerikanischen Neurobiologen Antonio Damasio waren ziemlich sensationell, als sie 2000 veröffentlicht wurden. Da ist es zum ersten Mal gezeigt worden, was Gefühle in unseren Köpfen tun. Wie hat Damasio das gemacht? Ganz einfach. Er bat seine Versuchspersonen, sich die glücklichste und die traurigste Situation in ihrem Leben vorzustellen. Die traurigste Situation war bei den meisten, das können Sie sich vorstellen, also der Verlust eines geliebten Menschen. Die glücklichste Situation, er war damals an der University of Iowa, verliebt sein, der Tag der Hochzeit oder vielleicht erstaunlichererweise die Wiederbegegnung mit einem Menschen, den man lange aus den Augen verloren hatte. Und dann misst er mit seinen Geräten den Blutfluss in bestimmte Bereiche des Gehirns der Versuchspersonen. Und das steht für die Aktivität dieser Hirnzentren. Sie sehen also hier Querschnitte und Längsschnitte durch menschliche Gehirne. Ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, das ist nicht wichtig. Ich möchte Ihnen daran nur zwei Dinge verdeutlichen. Also ich möchte Ihnen verdeutlichen, erstens, also Gefühle sind nicht mehr nur subjektiv, Emotionen können Sie messen. Und, das konnte Damasio zeigen, Emotionen äußern sich bei allen Menschen gleich. Das ist das eine. Der andere ganz wichtige Punkt, das erkennen Sie ebenfalls sofort, wenn Sie sich diese Grafiken anschauen, auch ohne ein Neurowissenschaftler zu sein, es gibt nicht das eine Lustzentrum im Kopf. Also das steht häufig so in der populären Presse, also das Lustzentrum und Leute, das ist Quatsch. Das ist genauso Quatsch, wie ein Fußballspiel eben nun mal nicht von dem Stürmer gewonnen wird, der ein Tor schießt. Sondern Sie müssen sich das viel eher so vorstellen, wie in einer Fußballmannschaft sind am Zustandekommen von Emotionen. Und das ist wichtig für das, was ich weiter erzählen werde. Verschiedene Systeme, und zwar sehr verschiedene Systeme beteiligt, die, wenn sie glücklich sind, in einer bestimmten Weise zusammenspielen, so wie eine Fußballmannschaft in einer bestimmten Weise beim Angriff zusammenspielt und in einer anderen Weise zusammenspielen, wenn sie traurig sind oder sich fürchten, beispielsweise. Glück ist also etwas, was ganz offensichtlich unser ganzes Gehirn betrifft oder zumindest doch sehr weite Teile davon. Also, was ist Glück? Glück ist eine Emotion. Das ist im Verständnis der modernen Neurowissenschaften, das ist ganz wichtig. Also das ist nicht irgend so ein wolkiges, mentales Konstrukt, sondern das ist eine Emotion, ganz etwas Erdiges,
Ja? Emotionen sind automatische Reaktionen Ihres Organismus auf entweder einen äußeren Reiz oder auf etwas, was Sie sich vorstellen. Emotionen sind im Gegensatz zu Gefühlen nicht unbedingt bewusst. Ein Gefühl ist eine bewusste Emotion. Daher haben auch Tiere Emotionen. Emotionen sind evolutionär sehr, sehr alt. Und was sind Evolutionen? Das sind ganz einfach Signale, die in der Natur während der Evolution erfunden worden sind. Das kann man sich an negativen Emotionen wie Angst ganz leicht klar machen. Nicht? Also eine Angst vorm Absturz, sagt mir, dass es da irgendwie gefährlich ist und dass ich jetzt besser nicht weitergehe. Die Angst hindert mich also, etwas zu tun. Glück ist eine positive Emotion und mit positiven Emotionen verführt uns die Natur zu verhalten, das sie von uns will. Das dem Überleben unseres Organismus und der Weitergabe unserer Gene förderlich ist. So einfach ist das. Und was das für Verhalten ist, das wissen Sie alle. Also Sie brauchen Nahrung, um zu überleben. Sie genießen ein gutes Essen. Sie sollen sich fortpflanzen. Sie wissen, kein Mensch kann alleine überleben. Sie haben warme Gefühle in der Gegenwart von Menschen, die ihnen nahe sind. Diese Signale werden auf bestimmte und meistens ziemlich komplizierte Weise vermittelt. Ein Ding ist immer beteiligt, wenn wir positive Gefühle haben, das sind die Opioide. Und Sie kennen wahrscheinlich das Beta-Endorphin aus dem Reden darüber, was das Runner's High auslöst, nicht? Also den Moment, wo der Schmerz nachlässt beim Marathonlauf und wo wir dann alle nur noch auf Wolken laufen. Ich komme darauf nachher noch einmal zurück. An dieser Stelle geht es mir um zweierlei. Also Opioide, das sind übrigens sind sehr, sehr evolutionär sehr, sehr alte Erfindungen der Natur, finden Sie auch schon bei Regenwürmern und so. Die ähneln überhaupt nicht. Die sind chemisch den Opiaten absolut identisch, also den Wirkstoffen von Heroin und Opium. Sieht ganz genauso aus. Was ist der Unterschied? Der einzige Unterschied ist, das eine Zeug müssen Sie sich mit der Spritze zuführen und das andere synthetisieren Sie im Gehirn, in der Zirbeldrüse und auch im Zentralnervensystem. Also Sie haben alle ein Drogenlabor in Ihrem Kopf. Das ist verdammt wirksam. Und das brauchen Sie auch. Das ist überlebenswichtig. Denn wenn Sie die Wirkung solcher Botenstoffe blockieren, und das kann man pharmakologisch machen, dann gibt es nicht nur überhaupt kein Glück mehr und kein Wohlempfinden, daher wissen wir, dass wir das unbedingt brauchen, sondern Sie sind vollkommen paralysiert. Sie sind nicht körperlich gelähmt, aber Sie haben überhaupt keine Motivation mehr, gar nichts zu tun. Also, Glück ist kein Luxus der Natur, sondern Glück ist überlebensnotwendig. Wir brauchen Glück und die Aussicht aufs Glück, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Was hat das jetzt mit dem Alpinismus zu tun? Ich möchte gerne erstens ein Glas, wenn bitte, und zweitens mit Ihnen, ups, das war zu schnell, und zweitens mit Ihnen einen kleinen Spaziergang durch das
Herzlichen Dank, vielen Dank. Mit Ihnen einen kleinen Spaziergang durch das Glückssystem machen, durch die Funktionen in unserem Organismus, die für die guten Gefühle verantwortlich sind. Der Spaziergang wird drei Teile haben. Ich werde erstens über Ihren Körper sprechen. Ich werde zweitens sprechen über die Umgebung, in der Alpinismus stattfindet und darauf, wie wir auf diese Umgebung reagieren, welche Ziele wir uns setzen. Und ich werde drittens über die Gruppe, also über das Wechselspiel mit den Menschen, mit denen wir zum Beispiel auf dem Berg sprechen. Der Körper. Wissen Sie, was in sämtlichen sozialpsychologischen Untersuchungen, die man so gemacht hat in den letzten 20 Jahren rauf und runter, die drei stärksten Prädiktoren, also die stärksten voraussagenden Faktoren für Lebenszufriedenheit sind? Also es ist nicht Einkommen, es ist nicht Reisen, es ist nicht gesellschaftlicher Status und so weiter. Das ist überhaupt nichts dergleichen. Also solche, die üblichen Verdächtigen, die machen ungefähr 15% der Variabilität aus, mehr nicht. Die drei stärksten Prädiktoren sind Zufriedenheit mit der Partnerschaft. Das überrascht Sie jetzt nicht besonders wahrscheinlich und überhaupt, wie sehr Ihnen andere Menschen am Herzen liegen. An erster Stelle. Zweiter Stelle schlicht und einfach die Häufigkeit von Bewegung. An dritter Stelle dann übrigens Sex. Das überrascht Sie jetzt auch nicht. Also die Häufigkeit von Bewegung. Je mehr Menschen sich im statistischen Durchschnitt bewegen, umso zufriedener sind sie mit ihrem Leben. Das hat ganz handfest, und da ist auch heute Vormittag auch schon darüber gesprochen worden, etwas mit neurohormonellen Systemen zu tun, zum Beispiel mit der Ausschüttung des Beta-Endorphins. Das ist ja ein sehr potentes, euphorisierendes Mittel ist. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Grund, warum die Evolution das so eingerichtet hat. Der Grund, warum die Evolution das so eingerichtet hat, ist, dass Opioide sind Schmerzmittel. Ja? Sie sollen weitermachen. Sie sollen sich weiter anstrengen, auch wenn es wehtut. Wenn der Tiger hinter Ihnen rennt, dann sollen Sie nicht dran darüber nachdenken, dass Ihnen die Füße wehtun. Sie sollen sich weiter anstrengen. Die Geschichte mit dem, das nur so nebenbei, die Geschichte mit dem Beta-Endorphin ist sehr wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wie man das lange Zeit dachte. Man kann zwar bei körperlicher Anstrengung die Ausschüttung von Beta-Endorphin im Blutplasma nachweisen, das Beta-Endorphin aus dem Plasma kommt aber nicht durch die Blut-Hirn-Schranke. Also das gelangt nicht in Ihr Gehirn. Es geht sehr wahrscheinlich einen Umweg, in dem diese Substanz mit den wunderbaren Namen Anandamid ausgeschüttet wird. Ananda ist Sanskrit für die Glückseligkeit. Das ist noch eine Droge. Das ist ein Cannabinoid, also ein Wirkstoff von Cannabis. Das geht durch die Blut-Hirn-Schranke, dafür haben sie Rezeptoren im Gehirn und das setzt dann im Gehirn wiederum die Freisetzung von Beta-Endorphin frei. Das nur so nebenbei. Ich erzähle das nicht nur, weil es mir Spaß macht, an Mythen zu rütteln, sondern weil das auch eine ganz handfeste Folge hat, nämlich dass die Suchtgefahr durch Bewegung, die ist existent. Aber sie ist wahrscheinlich weniger groß als befürchtet.
Das ist kein ganz so potentes Suchtmittel wie die Opioide. Daraus kann man ganz praktisch etwas lernen. Daraus können Sie lernen, dass die glückselig machende Wirkung von Sport, von jedem Sport, ganz entscheidend davon abhängt, dass Sie die richtige Belastung wählen. Ja, also zu wenig bringt nichts, macht Sie jetzt nicht so glücklich. Wobei, was zu wenig ist, das hängt von Ihnen und Ihrem Trainingszustand ab. Übertraining ist aber auch nicht gut. Da geht, wie gezeigt wurde, die Freisetzung von Beta-Endorphin zurück. Fragen Sie mich bitte nicht, warum. Ich glaube, man weiß es nicht. Wie man überhaupt im Gehirn und im Nervensystem vieles nicht weiß. Aber das, was man weiß, finde ich erstaunlich. Okay, das ist ein Grund, warum Bewegung Menschen euphorisch stimmt, kurzfristig. Es gibt aber auch einen Grund, warum Bewegung uns langfristig, dauerhaft zufriedener, ausgeglichener macht. Und auch davon ist heute Vormittag schon gesprochen worden. Das ist Neuroplastizität und es sind Nervenwachstumsfaktoren. Wenn Sie mich fragen würden, was ist die große eine Überraschung, die Neurowissenschaften im letzten Vierteljahrhundert zutage gefördert hat, dann würde ich Ihnen sagen, diese hier. Der Umstand nämlich, wie plastisch unser Gehirn ist. Man hat sich das lange so vorgestellt, als sei das Gehirn ein Gebäude, das in Ihrer Jugend errichtet wird und dann steht es da halt und bröckelt vielleicht so ein bisschen vor sich hin. Wir wissen heute, dass das total falsch ist. Wir wissen zum Beispiel, dass bis ins hohe Alter Neurone, also graue Zellen, nachgebildet werden. Und zwar interessanterweise hat man das in einem Teil des Gehirns gefunden, der wesentlich etwas zu tun hat mit Depressionen. Also das Gehirn ist kein Gebäude, ist nicht das Schloss Schönbrunn, sondern das Gehirn ist der Garten von Schloss Schönbrunn. Da wächst etwas, dort verkümmert etwas, da muss man ein bisschen pflegen und jäten. Und Nervenwachstumsfaktoren sind so etwas wie ein Dünger in diesem Garten. Das haben Gerd Kempermann und Fred Gage, ich glaube 97 oder so etwas gefunden. Nämlich die Entstehung neuer Neuronen im Hippocampus, in dem Teil des Gehirns, der für Depressionen verantwortlich ist. Und weil Fred Gage ein Amerikaner ist, hat er es auf eine wunderbar griffige Formel gebracht, nämlich Exercise will make you smarter. Also Sport macht euch schlauer. Ob das seine Versuche mit Mäusen wirklich hergaben, das sei mal dahingestellt, aber der Spruch war super. Wir haben inzwischen noch mehr gelernt. Exercise will not only make you smarter, sondern will make you happier. Und das gibt nun die Evidenz wirklich her. Also es ist auch heute Vormittag schon darüber gesprochen worden, dass das ist inzwischen sehr gut mit Metastudien bezeigt, dass Bewegung als Therapie bei Depressionen so wirksam sein kann wie Medikation, weil es nämlich auf genau dieselbe Weise wirkt. Es gibt
sehr starke Hinweise darauf, dass Depressionen nicht einfach, wie man lange dachte, nur eine Serotonin-Mangelerkrankung ist, sondern dass Depressionen vielmehr etwas damit zu tun haben, dass genau diese Systeme, die für eine Verjüngung des Gehirns haben, einfrieren. Dass Depressionen so etwas sind wie ein Winterschlaf des Gehirns, so ein Energiesparprogramm. Und Sie müssen das System wieder aktivieren. Und wie sich gezeigt hat, ist Bewegung, und zwar jede Art von Bewegung, eine ganz wunderbare Weise, genau das zu tun. Und das verstehen wir sogar mechanistisch über Nervenwachstumsfaktoren. Das Problem ist natürlich, das können Sie jetzt leicht sagen, Leute, Sport ist super für euch, das sagen die Krankenkassen ständig, aber Sie müssen die Bewegung ja auch wollen, gell? Warum wollen wir Bewegung? Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Alpinismus wirklich gut ist. Also die Bewegung kriegen Sie im Fitnessstudio auch. Ja? Da können Sie sich das sparen, auf die Berge zu gehen. Aber die Motivation, bergdeppert. Also was geschieht eigentlich, wenn Sie sich Ziele setzen, meine Damen und Herren? Was bringt Sie eigentlich dazu, sich auf den Weg zu machen? Und eigentlich wissen Sie das aus eigener Erfahrung. Also das sind diese Gefühle der Vorfreude, so dieses Kribbeln, diese Schmetterlinge im Bauch. Und das ist was anderes als der Genuss des, naja, ersten Weißbieres, dass Sie sich nach der 6-Stunden-Tour aufmachen. Glück ist ein Signal nicht nur für eine Situation, die potenziell vorteilhaft für uns ist, sondern Glück, oder ich sollte sagen Vorfreude, ist ein Signal für eine potenziell vielversprechende Situation, für etwas, was Sie wollen könnten. Für etwas, wo Sie sich auf den Weg machen sollten, sich anstrengen sollten. Und dafür haben wir ein eigenes System. Das wird vermittelt durch dieses tennisschlägerartige Dingsbums da. Das ist der Neurotransmitter Dopamin. Auch dieses System ist natürlich sehr viel älter als der Alpinismus. Das Dopamin und die Systeme im Kopf, auf die das Dopamin wirkt, das sind wahre Tausendsassas. Die tun nämlich mindestens drei Dinge, und zwei davon sehen Sie hier. Erstens, das dopaminerge System fokussiert Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen nur noch das, was Sie wollen. Schau dir in die Augen, Kleines. Zweitens, das dopaminerge System erzeugt die Schmetterlinge im Bauch, die Euphorie. Drittens ist es auch noch ein Rückkoppelungssystem. Es sagt Ihnen, und Sie fühlen sich gut, wenn sich die Erwartungen, die Sie hatten, erfüllt haben, und bringt Sie dazu, zu lernen, sich diese Situation einzuprägen. Das ist evolutionär natürlich sehr sinnvoll. Und sehen Sie, das ist ein wesentlicher Grund, warum wir immer wieder in die Berge gehen. Es war gut, wir haben uns das eingeprägt, wir wollen, dass die Situation wieder und wieder herstellen. Das ist aber nicht der einzige Grund.
Das System macht uns auch neugierig. Es lässt uns forschen. Es lässt uns neue Reize suchen. Und es belohnt uns für neue Reize. Auch das ist evolutionär sinnvoll. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Bergsport vielen anderen Sportarten und vor allem dem Fitnessstudio voraus hat. Sie kommen in unerwartete und in unterschiedliche Situationen. Das hat natürlich etwas mit dem zu tun, worüber Elisabeth Steurer gerade gesprochen hat, nämlich Risikoneigung. Es geht also um Erwartungen. Und das dopaminerge System hat etwas damit zu tun, mit unserer Risikobereitschaft. Wir wissen, dass Risikoneigung angeboren ist. Das gehört zu den stärksten erblichen Faktoren, zu den stärksten erblichen Charaktereigenschaften überhaupt. Also Sie werden aus einem neugierigen Menschen, aus einem risikofreudigen Menschen, werden Sie keinen vorsichtigen machen. Das hat etwas mit der Ausstattung mit bestimmten Dopaminrezeptoren zu tun. Da sind Menschen individuell unterschiedlich. Und ich glaube, da kann man im Alpinismus viel davon lernen. Ich glaube, und da gebe ich der Elisabeth Steurer vollkommen recht, ich glaube, der Punkt ist nicht, dass sie den Leuten beibringen, geht keine Risiken mehr ein. Damit werden sie scheitern bei vielen Leuten. Es geht darum, wie bekommen die Leute die Stimulation, die manche Leute brauchen, auf möglichst ungefährliche Weise. Wie managen Sie also das Risiko? Ich glaube, dass da Abwechslung und Wahrnehmungstraining sehr viel helfen können. Ich werde darauf zurückkommen. Wir wissen auch, dass aufgrund der Wirkung des dopaminergen Systems die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Ich habe davon gesprochen. Wir wissen, dass das bei Bewegung in der Natur funktioniert, übrigens besser als bei Spaziergängen in der Stadt. Und zwar hat es etwas damit zu tun, dass die Aufmerksamkeit mehr auf das Hier und Jetzt gelenkt wird. Sie werden wacher für die Gegenwart und das ist das, was Sie erleben am Berg. Und Sie können mit dem System spielen, indem Sie die guten Momente besser wahrnehmen, die guten Erfahrungen verstärken. Das System ist plastisch, Sie können Glück lernen. Was mich zu meinem dritten und letzten Punkt bringt, der jetzt noch ungefähr 5 Minuten dauern wird. Wir haben bis vor ein paar Jahren gedacht, dass Glück im Wesentlichen ein individuelles Phänomen ist. Wir wissen seit ungefähr 10 Jahren, dass Glück alles andere als ein individuelles Phänomen ist, es ist ein soziales Phänomen. Glück ist ansteckend. Positive Emotionen sind ansteckend. Und zwar, und zwar funktioniert das nicht über Facebook und nicht übers Telefon, sondern nur dann, wenn Sie sich in die körperliche Gegenwart von Menschen begeben, die gut drauf sind. Das hat Nikolas Christakis gezeigt vor ein paar Jahren. Das ist ein Gipfelfoto, wie Sie natürlich schon Tausende gesehen haben. Also eine Gruppe hat glücklich den Gipfel erreicht und jetzt strahlen sie. Strahlen die wirklich nur, weil die oben angekommen sind und weil irgendein Bergtraum in Erfüllung gegangen ist? Ja, das auch. Aber ich behaupte, die strahlen vor allem, weil die gemeinsam etwas erreicht haben. Glück hat etwas mit der Erfüllung von Bedürfnissen zu tun und mit der Aussicht darauf, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Aber es hängt eben nicht nur davon ab, wie viel wir bekommen und was wir bekommen, sondern auch noch stärker vielleicht davon, wie wir es bekommen. Das ist im Zusammenhang mit Alpinismus noch nicht gezeigt worden. Es ist gezeigt worden durch sehr schöne Versuche in der experimentellen Ökonomie, dass Systeme, die für gute Gefühle verantwortlich sind, dadurch moduliert werden, sich also dadurch verändern, in welcher Situation sie sind.
Beispielsweise werden viel mehr, in Anführungsstrichen bitte, Glückshormone ausgeschüttet, wenn, also ich sollte sagen, man hat bei diesen Versuchen Menschen Spiele spielen lassen, bei denen man kleine Summen Geld verdienen kann. Und dann hat man geguckt, wie viel muss ich denen bezahlen, damit die bei einem Gewinn sagen, hey, jetzt fühle ich mich gut und bis ich eine entsprechende Reaktion im Gehirn sehe. So, und dann sehen Sie, dass mehr Botenstoffen, das System ist stärker reagieren und Menschen sich glücklicher fühlen, wenn zwei Menschen gemeinsam einen Euro verdienen, als wenn jeder in einem individuellen Spiel dieselbe Summe bekommt. Also, Glück ist Gemeinschaft. Einen Euro, den zwei Menschen, die zusammenarbeiten, verdienen, der ist mehr wert als 1,50 Euro, wenn die konkurrieren und dabei das Geld verdienen. Glück ist Kooperation. Und ein Euro, den Sie bekommen in einer Situation, in der Sie das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht, der macht Sie glücklicher als 2 Euro in einer Situation, wenn Sie die Umstände ungerecht fanden. Glück ist Fairness. So, und jetzt sehen Sie, worauf das Ganze hinausläuft. Und in meiner Zusammenfassung kann ich mich ganz kurz halten, weil Sie sich jetzt eh alles schon selbst denken können. Gipfelglück, wie jedes Glück, meine Damen und Herren, das kann man lernen. Und man kann es auch lehren, zum Beispiel in einem Verein wie dem Ihren. Tu deinem Körper Gutes, hat die heilige Teresa von Avila einmal gesagt, damit die Seele gerne darin wohne. Das ist sehr wahr. Wir brauchen den richtigen Stimulus. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sei neugierig. Begeben Sie sich in unterschiedliche Situationen. Und ich glaube, das bietet, diese Möglichkeit bietet der Alpinismus wie kaum ein Sport. Sei achtsam. Und diese Achtsamkeit können Sie trainieren. Sie können Ihre Wahrnehmung auf die guten Momente trainieren und dadurch Ihre Fähigkeit, die guten Momente wahrzunehmen, verstärken. Emotionen, die wir bewusst wahrnehmen, werden gelernt und verstärkt. Auch das das haben wir immer gewusst, gell? Der Weg ist das Ziel. Aber wie oft ärgern wir uns, wenn bei der Skitour, wenn wir feststellen, naja, jetzt bin ich aus Berlin angeflogen und es ist alles bruchharsch. Und den letzten Faktor, der ist so offensichtlich, dass ich ihn kaum zu sagen wage, kaum hinzuschreiben wage, aber ich tue es trotzdem. Suche die Gemeinschaft. Meine Damen und Herren, das wissen wir natürlich alle, aber ich war bei, und das bringt mich zurück zum Anfang, ich war bei mehr als einer Innsbrucker Skitour dabei, wo sich die einige Genossen am Gipfel, naja, wo ihnen ganz schlecht wurde, körperlich schlecht, weil sie schneller sein wollten als alle anderen. Bei mehr als einer. Auch ich möchte schließen mit einem Zitat, und zwar einem sehr alten Zitat, das ist vom Philosophen Epikur, der schon wusste, dass Glück nicht einfach da ist, nicht einfach vom Himmel fällt, sondern der uns daran erinnert, dass wir für Glück, für das Empfinden von Glück etwas tun müssen und auch etwas tun können. Er schrieb nämlich, es ist nötig, viel Sorgfalt auf das Glück zu verwenden, weil wir ja alles haben, wenn es da ist, und alles tun, um es zu haben, wenn es fehlt. Es ist nötig, viel Sorgfalt auf das Glück zu verwenden, weil wir ja alles haben, wenn es da ist, und alles tun, um es zu haben, wenn es fehlt. Und ich empfehle Ihnen und dem Alpenverein,
lassen Sie diese Sorgfalt walten. Vielen Dank.